Okay, der Raoul Krauthausen und Mekonnen Meskena aus Berlin sind zugeschaltet zu der Konferenz nach Münster und wir freuen uns sehr, mit dabei sein zu können. Ich möchte ganz kurz erstmal meinen Gesprächspartner Raoul Krauthausen vorstellen. Raoul Krauthausen ist ausgebildeter Telefonseelsorger, hat Kommunikation studiert und ist Design Thinker. Ich nehme mal an, du willst uns nochmal dann auch etwas näher Einblick geben, was Design Thinker ist. Raoul hat im Jahr 2004 die Sozialhelden mitgegründet. Die Sozialhelden möchten mit ihren Projekten auf soziale Probleme aufmerksam machen, sowie gesellschaftliches Umdenken und die Bereitschaft für soziales Engagement fördern. Schwerpunktthema der Sozialhelden ist die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen. Das von den Sozialhelden zu diesem Thema initiierte Projekt willmap.org wurde mehrfach ausgezeichnet. Dabei geht es auch öffentliche Orte wie Cafés barrierefrei zu machen, aber auch zu markieren, wo es Barrieren gibt und welche Handlungsbereich oder Handlungsbedarf auf dem Gebiet gibt. In diesem Bereich haben Sie auch die Leitmedien ins Leben gerufen, in denen über eine angemessene Berichterstattung gegenüber Menschen mit Behinderungen informiert wird. Ich freue mich sehr, dass Raoul heute Zeit hat, mit uns hier zu sein. Und ich möchte als erstes einfach mal verstehen, warum Sozialhelden? Was steckt hinter diesem Konzept? Also als wir 2004 die Sozialhelden gegründet haben, da war ich 24. Mein Cousin, mit dem ich das damals gemacht habe, der war 23. Und wir waren total naiv. Und wir wollten als Teenager und Jugendliche schon immer Projekte machen. Wir wussten nur nie genau was. Und uns war einfach nur klar, dass wir nicht reich werden wollten, sondern dass wir uns engagieren wollten. Und da wir selber auch viel im Ausland waren und auch Erfahrungen in Südamerika gesammelt haben, wussten wir auch, dass es uns eigentlich sehr gut geht. Aber wir standen natürlich auch vor der Frage, okay, wir werden jetzt garantiert keine Brunnen in Afrika bauen oder so, weil ich sitze im Rollstuhl, also das macht keinen Sinn. Und außerdem wissen wir auch nicht, wie man einen Brunnen baut. Und dann war die Idee einfach, dass wir uns engagieren in dem, was wir können und was wir verstehen. Und das war vor unserer Haustür. Und naiv wie wir waren, haben wir uns einfach Sozialhelden genannt, ohne auch nur irgendeine Idee zu haben. Und dann haben wir nach und nach kleinere Ideen gehabt und umgesetzt. Alle Leute haben uns immer ausgelacht oder nicht an uns geglaubt. Und irgendwann kam dann ein Freund von mir auf die Idee, dass es ja wirklich ein Problem für Menschen mit Behinderung ist, dass sie im Alltag nicht wissen, in welche Umgebungen, in welche Orte in seiner Umgebung man reinkommt. Und das war gerade zu der Zeit, als Google Maps und so groß wurde. Und wir dann dachten, warum verwendet man Karten eigentlich nicht für etwas, was Menschen vielleicht sehr dringend brauchen, nämlich das Wissen, ob man einen Ort besuchen kann oder nicht. Und dieses Wissen kann man ja miteinander teilen. Und in Deutschland gibt es eben 1,6 Millionen Rollstuhlfahrer. Und wenn jeder davon mindestens einen Ort sagen würde, dann hätten wir 1,6 Millionen Orte, die man besuchen könnte. Und so ist die Idee entstanden. Wir haben dann technisch sehr viel gelernt und auch lernen müssen, weil wir keine Ahnung hatten, wie man das baut. Aber ich glaube, jetzt, um deine Frage zu beantworten, was Sozialhelden eigentlich bedeutet, die Idee ist so ein bisschen soziales Engagement raus aus dieser Charity-Ecke zu holen. Also wir wollen eben nicht sagen, geben Sie uns Geld, damit wir Projekte machen können, denn die armen Behinderten, sondern wir wollen einfach sagen, verdammt, da draußen sind Technologien, lass uns sie doch mal für was Sinnvolles nutzen. Und wie man das finanziert und wie man das baut, das sind dann Fragen, die danach kommen. Aber erstmal war uns wichtig, dass es diese Idee gibt. Und Sozialheld versucht eher zu sagen, raus aus der Mitleidsecke und rein in dies, wir machen jetzt. Das ist ja eine faszinierende Idee. Es gibt, du hast ja gesagt, 1,6 Millionen Menschen, im Rollstuhl, die im genau. Rollstuhl.
Und wenn jede Person einen Ort nennen könnte, könnten wir auch an diesen Baustellen rangehen. Mhm. Mich würde schon sehr interessieren, auch die Baustellen, die im Kopf auch sind. Also Orte zu sanieren, Orte zu verändern, ist ein Projekt. Da müssen wir ran, mhm, keine Frage. Aber nochmal auch 1,6 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für Umdenken zu gewinnen. Wie schwer ist das oder wie gelingt das? Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ne? Mhm. Ich glaube, auch aus unserer Arbeit heraus, dass diese ganzen Barrieren in den Köpfen, von denen wir die ganze Zeit sprechen, die entstehen ja nur dadurch, dass die sogenannten Nichtbehinderten da draußen gar keine Kontaktfläche zu Menschen mit Behinderung haben. Und das liegt unter anderem daran, dass die Menschen nicht rausgehen oder beziehungsweise in Einrichtungen wohnen oder arbeiten, die exklusiv sind, also eben nicht inklusiv. Und darum ist eine riesige Industrie entstanden, ja, von Fahrdiensten über Werkstätten, Rehabilitationszentren und so weiter, die natürlich dafür sorgen, dass sich diese zwei Welten auch nicht begegnen. Und dadurch entstehen Barrieren in den Köpfen. Und wenn wir jetzt Projekte finden oder bauen, dann ist immer das Ziel dahinter, dass die Menschen ihre Barrieren in den Köpfen hinterfragen oder auch erstmal sehen. Weil viele Leute sagen oder denken einfach nicht barrierefrei, weil sie selber nicht wissen, dass es nicht barrierefrei ist. Also jeder Mensch, den wir jetzt auf der Straße ansprechen würden zum Thema Behinderung, der würde erstmal sagen, ja, habe ich nichts dagegen. Ja, aber trotzdem hat er ja irgendwie Vorbehalte. Und die muss er selber entdecken. Und das ist, glaube ich, eine Arbeit, die man mit Projekten wie der Wheelmap zumindest visualisieren kann. Also wir haben noch kein Problem gelöst. Wir haben erstmal nur dargelegt und moderne Technologien dafür benutzt. Ich denke, insgesamt ist ja gesellschaftlich eine gewisse Diskussion auch angeregt worden, auch eine gewisse zumindest Skandalisierung von Ausschluss und Exklusion. Und dennoch haben wir Riesenbaustellen an unterschiedlichen Stellen. Ja. Wo siehst du denn die größten Baustellen in der Gesellschaft insgesamt, wenn du an eine Gesellschaft denkst, die integrierter ist, die inklusiver, also so, wenn du so eine Vision hast, wo siehst du denn die größten Baustellen insgesamt, auch über die Behinderung hinaus? Also zunächst einmal vielleicht, um vorwegzunehmen, Inklusion ist kein Ziel, sondern Inklusion ist ein Prozess. Und zwar ein Prozess der Annahme und Bewältigung menschlicher Vielfalt. Und das heißt, selbst wenn wir die Ziele, die wir uns heute gesteckt haben, erreichen, wird im Inklusionsansatz, werden es neue Ziele geben später. Ja? Genauso wie aus der Integration dann die Inklusion wurde, werden wir dann irgendwann auch dafür einen neuen Begriff verwenden, der dann vielleicht noch einen Schritt weiter geht. Insofern, glaube ich, ist es erstmal ein Prozess. Wir dürfen nicht denken, es ist irgendwann erreicht. Und die größten Hürden, die ich im Alltag entdecke, und das sind jetzt nicht Stufen oder so, also das auch, aber um das Thema vielleicht weiterzudenken, ist, glaube ich, auf der einen Seite die Politik, ohne jetzt dieses Standardklischee oder Vorurteil, die Politik macht ja nichts zu bemühen, sondern einfach nur, dass ich glaube, dass jahrzehntelang Behinderung oder Andersartigkeit nicht mitgedacht wurde. Und vor allem im Baulichen, finde ich, wird das relativ schnell klar. Also wir unterrichten nicht flächendeckend in Deutschland zum Beispiel Barrierefreiheit in der Architektur, aber in ganz Deutschland wird Brandschutz und Denkmalschutz unterrichtet. Und wenn wir aber an den Punkt kommen, dass Barrierefreiheit genauso wichtig ist wie Brandschutz oder Denkmalschutz, dann wird es auch in den Köpfen ankommen der Leute. Und im Moment ist es sogar so, dass diese drei Gesetze sich ausschließen teilweise. Das heißt, ich darf als Rollstuhlfahrer zum Beispiel nicht auf den Berliner Fernsehturm, obwohl er einen Aufzug hat. Aber es könnte dem Ding ja brennen und deswegen darf ich nicht rein, weil ich könnte nicht evakuiert werden. Aber in 50 Jahren hat es in diesem noch nie gebrannt. Also auch so eine Verhältnismäßigkeit muss man hinterfragen, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, glaube ich, dass wir in Deutschland
Das ist ja auch eine Tugend auf eine gewisse Art, aber die Deutschen neigen dazu, immer alles zu hinterfragen, also Bedenkenträger zu sein, sage ich mal. Ja? Und ich sehe gerade, wenn ich die Zeitung aufschlage und über Inklusion in der Bildung zum Beispiel geredet wird, dass dann immer sofort die Forderung kommt, naja, die Lehrer sind ja nicht ausgebildet. Ja, das ist so eine Standardantwort. Mhm. Wir haben nicht genug Wissen bei den Lehrern, nicht genug Fachkräfte. Wo ich die ganze Zeit denke, aber es sind ja auch Menschen, die unterrichtet werden sollen und keine Menschen, die Fachkräfte immer brauchen. Wir reden immer nur von diesen Extremfällen. Aber ich würde sagen, dass ein Großteil der Menschen mit Behinderung gar keine Fachkraft benötigen, sondern einfach gesunden Menschenverstand. Und wir müssen aufpassen in dieser ganzen Debatte, dass wir nicht immer nur nach Fachkräften suchen, weil dann werden wir das Ziel nämlich nicht erreichen. Mhm. Und diese ganze Fachkraftdebatte, die gab es in den 90er Jahren auch, als alle aufgeschrien haben, es gibt so viele Migranten in den Schulen oder Migrationskinder. Ja? Mhm. Und vielleicht gab es auch beim Thema Homosexualität, aber letztendlich ist es einfach Menschen. Ja? Mhm. Und das ist auch so ein Ding, wo ich sehr stark vorwarne. Mhm. Die Debatte führt sich jetzt gerade fort im Thema Behinderung und Sexualität, ja, wo auf der einen Seite gesagt wird, Prostitution ist doof, aber auf der anderen Seite Sexualassistenz ist gut. Ne, das ist dann die Fachkraft, also so die Prostituierte mit Krankenschwesterausbildung. Ja, also das ist einfach, ich finde das sehr bigott in dieser Debatte. Wobei ich nichts gegen Prostitution als Beruf habe, wenn er freiwillig gewählt wurde. Ich würde dann eher sagen, barrierefreie Bordelle könnten ja die Lösung dessen sein, wenn das die Lösung sein soll. Und der dritte Aspekt, den ich sehe, sind Medien. Dass ich glaube, dass Medien eine sehr große Verantwortung haben, wie Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft auch gesehen und dargestellt werden. Weil man sagt, dass 90% des Wissens, das Nichtbehinderte über Behinderte haben, aus den Medien stammen. Ja. Und wenn die Medien aber Stereotype und Vorurteile bedienen, dann manifestiert sich das natürlich im Denken. Und wir beobachten das auch wieder. In den 90er Jahren haben alle aufgeschrien, dass Jens Rieber homosexuell ist und die Tagesschau moderiert. Und in den 2000ern war Dunja Hayali die erste Nachrichtensprecherin im Heute-Journal mit Migrationshintergrund. Aber es gibt eben noch keinen Menschen mit Behinderung, der eine normale Nachrichtensendung moderiert, sondern Menschen mit Behinderung sind dann immer in Sendungen über Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung. Also es ist immer dieses Ghetto. Und das müssen wir aufbrechen. Und dass das gelingen kann, zeigen Phänomene wie zum Beispiel der Erfolg des Kinofilms Ziemlich beste Freunde. Ja, also ich glaube, er hat den Deutschen oder den Europäern die Erlaubnis gegeben, über Behinderung auch zu lachen und mit Behinderung auch Spaß zu haben und nicht immer nur Mitleid mit jemandem zu empfinden. Oder die Paralympics im letzten Jahr, die erfolgreichsten aller Zeiten. Und ich glaube, die Gesellschaft ist in der Hinsicht, also die Gesellschaft als Bürger, sage ich jetzt mal, ist in der Hinsicht auch weiter als die Programmmanager oder politisch Verantwortlichen, die immer Angst haben. Ja, und das finde ich sehr interessant. Woher kommt diese Angst? Das ist ja auch bekannt aus anderen Zusammenhängen. Wenn zum Beispiel jetzt schwarze Menschen irgendwo repräsentiert werden, in der Gesellschaft gelingt es oft weitgehend das Zusammenleben, auch die Verknüpfung der unterschiedlichen Ethnien und auch unterschiedlichen persönlichen Hintergründe, das gelingt im einfachen Leben viel stärker als die Repräsentation in den Institutionen, immer mit dem Argument, das würde die Mehrheitsgesellschaft, wer auch immer das ist, überfordern, beziehungsweise aus dem Journalismus kennt man, das wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder unsere ZuschauerInnen nicht sehen, das würden sie nicht ertragen. Woher kommt diese Angst? Ich glaube, das ist auf die eigene Angst. Ne? Und wenn man da wieder die Definition, die ich vorhin machte, von Inklusion heranzieht und sagt, dass Inklusion ein Prozess der Annahme und Bewältigung von menschlicher Vielfalt ist, dann gilt das auch für den Verantwortlichen. Dann gilt das eben auch für den Politikern. Und wenn er selber menschliche Vielfalt
nicht annimmt und auch nicht bewältigen kann, für sich bewältigen kann, dann wird er das erstmal auf die anderen projizieren. Und ich finde das auch, also ich habe auch selber beim Rundfunk gearbeitet oder ja, beim Rundfunk und habe genau die gleichen Argumente auch gehört. Wir überfordern damit den Zuhörer oder so. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, dass eigentlich immer die Quotenhits, Quotenhits wurden, wo mal jemand aus dem Mainstream ausgebrochen ist und etwas Neues gewagt hat. Und stattdessen aber versuchen wir immer, vergangene Erfolge zu reproduzieren, anstatt mal loszugehen und zu gucken, wo könnten denn neue Schätze liegen. Inwiefern steckt eventuell auch eine Barriere in den Köpfen der Marginalisierten, sagen wir mal so, mehr sich zu engagieren, mehr zu fordern? Siehst du da auch Barrieren? Weil es ist immer einfacher, solche Verantwortungen oder auch die Schuld bei dem anderen zu suchen. Die Frage ist auch, inwiefern eigentlich sich auch Minderheiten, marginalisierte Gruppen oder die Ausgeschlossenen, wie auch immer wir sie nennen mögen, sich selbst in eine Ecke zurückziehen und dann in dieser Opferhaltung sich vielleicht auch zurechtfinden. Ja, ich denke, das ist ein sehr schwieriges Thema. Als wir die Idee zur WIMAP hatten oder als wir die WIMAP gegründet haben, da war das auch so, dass wir natürlich uns umgesehen haben im Vorfeld, was gibt es denn zu diesem Thema bereits. Ja? Und es gab auch vorher schon Datenbanken, wo Behindertenvertreter vermeintliche Fachkräfte gefördert vom Land oder vom Bund, dann Orte bewertet haben mit Zollstock und Winkelmesser und so. Das Problem war einfach nur, oder ist bis heute, dass diese Plattformen zum Beispiel dann irgendwann eingestellt werden, weil das Geld alle ist. Ja? Und dann werden ganze Datensätze zum Beispiel gelöscht. Das war ein Problem. Das zweite Problem aber, und das beantwortet vielleicht deine Frage, das zweite Problem ist, dass irgendjemand da oben sitzt und entscheidet, welche Orte wir als nächstes bewerten. Ja, und dann passieren so komische Dinge wie, dass man sagt, okay, wir erfassen alle Apotheken in Kudamm, am Kudamm. Was gar keine Relevanz für den Nutzer hat, weil der Nutzer sagt dann, ich sitze aber in Kreuzberg und möchte eine Apotheke bei mir um die Ecke wissen und nicht alle am Kudamm. So, und wenn ich am Kudamm bin, dann will ich auch nur eine. Und nicht alle. Also das ist einfach so eine, dieses Prozessdenken von den Verantwortlichen spiegelt selten die Realität der Menschen wider. Und das ist nicht unbedingt deren Schuld, sondern es ist einfach die Arbeitsweise, wie da oben gearbeitet wird. Und wir haben das Ding einfach umgedreht und gesagt, dass Menschen mit Behinderung oder Freunde oder Bekannte oder wer auch immer sich für das Thema Zugänglichkeit interessiert, der soll einfach das bewerten, wovor er gerade steht. Ja, da, wo er ist. Und das, was er kennt und das, was ihm relevant erscheint. So wie Wikipedia eigentlich. Ne? Und der Witz ist, dass wir mit der WheelMap zum Beispiel die einzige Plattform in Deutschland sind, die weiß, ob das Berghain barrierefrei ist oder nicht. Weil irgendein Rollstuhlfahrer mal im Berghain war. Und der Berghain ist einer der bekanntesten Clubs der Welt. Aber kein Politiker würde auf die Idee kommen, das Berghain zu bewerten. Und ich glaube, es hat sich einfach eine gewisse Entfremdung stattgefunden zwischen den Politikern und den Menschen. Und wir brauchen mehr Tools, wo Menschen vielleicht auch sich engagieren können, aber auch müssen. Weil die Verantwortung liegt natürlich auch oft bei den Betroffenen zu sagen, was sie brauchen. Ja. Und die können nicht erwarten, dass andere das immer sofort sehen. Und ich denke, als dritten Aspekt, dass es natürlich auch total wichtig ist, anzuerkennen, dass Menschen, die marginalisiert sind oder werden, dass diese Menschen sich sehr oft, sehr stark bereits auch ehrenamtlich engagieren. Und zwar für ihre eigenen Interessen. Das wird aber oft nicht wertgeschätzt und wird auch nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch mehr in den Dialog finden müssen. Ich beobachte aber auch im Behinderungsbereich, ich nehme an, das ist im Migrationsbereich ähnlich, dass sich auch
Gruppen dann anfeinden innerhalb der Community. Mhm. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil dann sagen die Verantwortlichen oben, naja, einigt ihr euch doch erstmal, bevor wir irgendetwas tun. Und ich glaube, wir dürfen niemals an diesen Punkt kommen, dass sich die Community untereinander anfängt, gegenseitig gegengesetzt zu arbeiten, sondern dass wir an den Punkt kommen müssen, dass wir gemeinsam Forderungen formulieren, die dann eben nach oben eskaliert werden. Wobei es immer schwierig ist, von der Community zu reden, weil das genau möglicherweise untergraben könnte auch die Individualität des Einzelnen. Also sich zu einer Community zu gehören, ist ja auch nochmal etwas, was in so eine Gruppendenken möglicherweise zwängt. Was ich spannend fände, wäre möglicherweise auch Koalitionen zu bilden. Absolut. Also über die Community hinaus. Absolut, gar keine Frage. Koalitionspartner zu finden oder Allianzen zu bilden. Natürlich. Die für eine inklusive Gesellschaft nochmal stärker sich einsetzen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sich einer Community nur dann zugehörig fühlt, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man auch deren Ziele wirklich verfolgen will. Also nur weil ich im Rollstuhl sitze, heißt es nicht, dass ich automatisch Behindertenpolitiker werde. Nicht jede Frau ist Frauenrechtlerin. Sondern das muss auch nicht so sein. Und ich glaube, es wäre auch schade. Und ich fände es halt auch als Privatmensch jetzt total interessant, mich vielleicht für die Rechte von Flüchtlingen einzusetzen. Ganz egal, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Also da gebe ich dir total recht, Allianzen, Kooperationen, Koalitionen müssen wir da auch entwickeln. Und ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass es zumindest in meiner Generation, relativ wenig gibt. Also es gab dann so Phänomene wie Attac und so. Aber ich glaube, man muss sehr lange suchen, um die richtigen Koalitionäre oder Verbündete zu finden. Ja. Wir haben uns im Rahmen dieses Projektes, aber auch dieser Konferenz, so drei Politikbereiche so ein bisschen näher angeschaut. Bildung, der Bereich Bildung, der Bereich Arbeit, Arbeitsmarkt und Stadt insgesamt. Wenn du jetzt nochmal über die Punkte, die wir gesprochen haben, hinausblickst, also so über Barriere im Sinne von Teilhabe nochmal, also so, wo siehst du in diesen drei Bereichen, also Stadt bzw. öffentlicher Raum, öffentlicher Ort, auf der anderen Seite aber auch der Bereich Bildung, da hast du ja schon vorhin auch erwähnt, dass die getrennten Orte eher kontraproduktiv sind, als dass sie Inklusion fördern. Wenn du so diese drei Bereiche siehst, Arbeit, Bildung und Stadt, wo siehst du eine politische Handlungsbedarf für eine inklusive Gesellschaft? Also ich glaube, das baut alles aufeinander auf. Bildung ist das A und O, inklusive Bildung. Das gilt sowohl für den Schüler, der inklusiv beschult wird, aber auch für die Lehrer. Also interessant wäre es ja auch, einen behinderten Lehrer zum Beispiel als Lehrer zu haben. Aber dafür müssen wir überhaupt erstmal an den Punkt kommen, dass Menschen mit Behinderung vielleicht auch Lehramt studieren. Das heißt, Bildung ist der Nukleus, sagen wir mal. Die Bildung, wenn man die momentan die Debatten sich dazu anguckt, ist es ja so, dass in Deutschland zumindest politisch hinter vorgehaltener Hand ja die Hoffnung existiert, dass man mit dem Wechsel auf das inklusive Bildungssystem Geld sparen kann, indem diese ganzen Sondereinrichtungen geschlossen werden und man hofft, dass dann da ein paar Milliarden drüber bleiben und die behält man dann einfach, anstatt sie eben in die inklusiven Gesamtschulen zu stecken. Das ist natürlich fatal, weil Inklusion kostet erstmal Geld und das muss auch allen klar sein und das ist eigentlich auch allen klar, aber niemand will es wirklich wahrhaben, weil wir haben ja seit ich lebe kein Geld in diesem Land. Also ist ja auch so absurd. Ich höre dieses Argument, seit ich lebe. Und irgendwann bin ich da auch, deswegen steht auf meiner Visitenkarte auch Aktivist und nicht Politiker, da bin ich dann auch irgendwann ungeduldig und fast schon zornig, wo ich denke, dieses Argument ist so ein Totschlagargument, dass man da auch nicht mehr gegen argumentieren kann. Kein Geld. Das ist so wie Terror.
Und ich glaube, wenn wir aber eben an den Punkt kommen, zu sagen, dass Inklusion erstmal Geld kostet, dann, und das sagen auch ganz viele Studien, werden wir auch verstehen und auch wohlwollend annehmen, dass sie später volkswirtschaftlich unglaublich viel Geld sparen kann. Weil natürlich dann diese ganzen Parallelsysteme nicht mehr benötigt werden. Auf einmal fangen wir an, den öffentlichen Personennahverkehr barrierefrei umzubauen, weil einfach mehr Menschen auch arbeiten gehen, die eine Behinderung haben. Und dann werden wir auch insgesamt Infrastrukturen, und da sind wir beim Thema Stadt, verändern. Und ich glaube, das ist natürlich ein sehr langer, sehr zäher Weg, den wir leider erst im 21. Jahrhundert losgegangen sind, wo andere Länder schon wesentlich weiter sind. Finde ich sehr bedauerlich für ein Industrieland wie Deutschland. Was ich vielleicht auch noch interessant finde, so als Gedanken zu mitgeben, ist, dass nach meiner Definition der Inklusion auch Nichtbehinderte ein Recht darauf haben, mit Menschen mit Behinderung zusammenzuleben. Und nicht immer nur die Behinderten. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was auch nochmal das Umdenken fördert, wenn man so denkt. Ne? Dass eben auch die Nichtbehinderten das Recht darauf haben. Und weil sie haben ja Angst. Ja, ja. Gibt es eine Forderung, menschenrechtliche Forderung danach, nach einem integrierten Zusammenleben? Kann man daraus ein Menschenrechts... Ich bin jetzt kein Menschenrechtler bzw. Verfassungsrechtler, aber ich würde daraus eine ableiten. Und ich denke, dass wir immer den Menschen sehen sollten als Ausgangsbasis und nicht das, was er ist. Das gilt sowohl für Mann wie Frau, als auch für Mensch mit Migrationshintergrund oder Mensch mit Behinderung oder ohne. Und ich finde es halt so spannend, dass... wenn wir die Zeitung aufschlagen und über Menschen mit Behinderung lesen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ja genau das gleiche Thema, ne, dann heißt es immer, Araber erschießt 27-jährigen Berliner, so, wo der wahrscheinlich die Nationalität gar kein Thema ist. Also es ist gar weder Grund der Tat, noch überhaupt einen Nachrichtenwert oder irgendeine Relevanz dahinter. Und beim Thema Behinderung ist es genau das gleiche, ne, sowas wie Rollstuhlfahrer hat den Bundespräsidenten gewählt. Wo ich denke so, ja, aber letztendlich ist der Mensch dahinter ja derjenige, der den gewählt hat und nicht der Rollstuhl. Und ich glaube einfach, dass diese ganzen, also ich formuliere das dann immer so zu sagen, würden sie auch Blonder Doppelpunkt schreiben. Ne? Also Blonder erschießt 27-jährigen Berliner, ist irgendwie merkwürdig. Oder Blonder hat Bundespräsidenten gewählt, ist auch merkwürdig. Aber bei der Beschreibung Migration oder Behinderung ist es total legitim. Und für mich ist aber eine Behinderung oder einen Migrationshintergrund zu haben oder ein Geschlecht nichts anderes als eine Eigenschaft von vielen. Ja? Vielleicht haben wir einfach eine Eigenschaft mehr, aber es ist nicht die prägende. Also ich leide nicht unter meiner Behinderung permanent. Es gibt Situationen, wo mich Barrieren nerven, aber es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, scheiße. Und wahrscheinlich ist es bei Ihnen nicht anders. Ja, ja, klar. Ja. Ich stelle noch eine Frage und dann gebe ich dann auch das Wort nach Münster, damit dann die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich an unserem Gespräch beteiligen können. Eine Frage, Raoul, wir haben im Augenblick... vielleicht ein bisschen so ein Politikwechsel. Vielleicht, genau. Hast du Erwartung an die Regierung, die jetzt neu gebildet wird? Gibt es Forderungen, die die neue Koalitionsregierung umsetzen kann, soll? Welche Projekte siehst du dringend notwendig, die angegangen werden sollen? Also ich denke, dass es... noch mehr Energie in inklusive Bildung gesteckt werden sollte, auch Geld, also Energie im Sinne von Geld. Aber ich beobachte zum Beispiel auch einen gewissen Widerspruch, wie zum Beispiel ich als Mensch mit Behinderung, der in seinem Alltag auf Assistenz angewiesen ist, das Problem habe, dass ich ein bestimmtes Einkommen nicht überschreiten darf, weil die Assistenz wird vom Sozialamt bezahlt. Und das führt dazu, dass Menschen mit Behinderung, die hoch ausgebildet sind, wie ich,
Karriere machen wollen, gar nicht Karriere machen dürfen, weil sie nicht mehr als 700 Euro im Monat verdienen dürfen. Und alles, was sie mehr verdienen, würde praktisch vom Staat einbehalten werden, weil er zahlt ihnen ja die Assistenz. Und da beißt sich ja letztendlich der Fuchs in den Schwanz. Auf der einen Seite wollen sie so Prototypen wie mich aus dem Bildungssystem herausholen, aber auf der anderen Seite torpedieren sie dann die Karrierewege dieser Menschen, und zwar bis ich sterbe. Also es ist ja nicht so wie bei der Idee des Arbeitslosengeld 2 oder so, wo man davon ausgeht, das ist ein temporärer Zustand, sondern bei mir ist es ein Zustand, der bis ich sterbe da ist. Das heißt, ich werde, egal was ich jetzt tue, an Altersarmut später mal leiden. Das ist ein Problem. Und da gibt es auch keinen Ausweg. Ich darf weder privat Renten versorgen, ich darf keinen Bausparvertrag abschließen, ich darf keine Lebensversicherung abschließen, ich darf sogar nicht erben, noch nicht mal vererben. Also so, das ist einfach, warum soll ich eigentlich arbeiten, wenn es nicht intrinsisch motivierte Arbeit ist? Also der monetäre Reiz ist komplett weg. Ja, also die Kosten des Ausschlusses, sowohl im Sinne monetärer für den Staat als auch für den Einzelnen, ist extrem hoch. Ich komme ja gar nicht in die Lage, sogar durch Steuergeldern oder so meinen Beitrag zu leisten an der Gesellschaft. Und meine Forderung an die Politik ist eben jetzt an den Koalitionsverhandlungen, ich fürchte, das ist so ein bisschen das Bauernopfer der SPD, sie fordern eben eine einkommensunabhängige Assistenz, Leistung, aber die, ich glaube, es wird wie gesagt ein Bauernopfer gegenüber der CDU, wenn sie dann irgendwie an anderen Dingen verhandeln. Vielen Dank, Raoul. Gerne. Soweit. Wir geben jetzt das Wort dann nach Münster und freuen uns auf die Kommentare und Fragen aus Münster. Soweit aus Berlin. Ja, ich hoffe, ihr konntet den großen Beifall hören. Teilweise hatten wir hier Déjà-vus, weil Worte großartig gleichzeitig von heute Morgen fast wörtlich von euch wiederholt wurden. Vielen, vielen Dank bis hierhin. Wir geben jetzt einfach gleich direkt mit zwei Mikros die Fragen direkt ins Plenum. Also sind Sie jetzt dran, den beiden die Fragen zu stellen. Und bitte sprechen Sie etwas langsam und ziemlich nah, so wie ich versuche das gerade vorzumachen, weil wir eine gewisse Verzögerung haben, bis die Fragen in Berlin dann auch ankommen. Wenn Sie langsam sprechen, geht es deswegen irgendwie besser. Ja, gibt es Fragen oder Kommentare zu dem, was gesagt wurde? Keiner. Das erklärte sich von selbst. Hervorragend. Sehr deutlich, sehr klar fand ich auch eure Beiträge sehr eindeutig. Und ich habe eine Frage an McConnell, wenn hier keine im Publikum ist. McConnell, du bist, wie heißt dein Titel, Referent für interkulturelles Management der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Und du warst es, der dieses N-Wort in den Kinderbüchern kritisiert hat, was ja auch bundesweit durch die Presse ging und als die, sehr erregt ja häufig auch, Neuigkeit des Tages und des Jahres gesehen wurde. Meine Frage an dich, was hast du an Reaktionen als Referent der Böll-Stiftung, aber auch als Schwarzer, der du ja bist und der du, also das war sicherlich auch dein Hintergrund, aus dem du das kritisiert hast, was hat dich bewogen, das zu reklamieren, das einzufordern, und was sind die Reaktionen, die du dann persönlich auch bekommen hast? Könnt ihr mich hören? Okay. Vielen Dank für die Frage. Die Reaktion auf die Aktion war entgegen meiner persönlichen Erwartung sehr heftig. Ich habe damals gehandelt, sozusagen im Auftrag meiner Tochter, weil sie ein Buch sehr gerne gelesen hat. Und wir sind dann aber auf eine Mine getreten, die uns den Spaß an dem Buch verdorben hat. So. Es ist möglich, bestimmte Ausdrücke, bestimmte diskriminierende oder ausschließende Ausdrücke
zu überspringen, zu überlesen. Mich hat aber damals zum Handeln bewogen, weil ich gedacht habe, es gibt zu viele Minen in den Büchern, möglicherweise auch in vielen Strukturen, die wir einfach nicht jedes Mal kaschieren können, die wir jedes Mal nicht kleinreden können, sondern wo wir grundsätzlich angehen müssen. So. In dem Fall ging es um diskriminierende Wörter in Kinderbüchern. Es ging unter anderem auch um das N-Wort, aber nicht ausschließlich, sondern es waren mehrere Bücher. Wer das Buch Die kleine Hexe kennt, weiß, was in dem einen Kapitel, in diesem Faschingskapitel, alles noch an Markierungen und an Diskriminierungen enthalten ist. Und ich habe im Grunde genommen gegen all diese Wörter damals Kritik geübt und auch mit dem Verlag stellvertretend für Ortfried Preußler, der das Buch geschrieben hat, 1957, das Gespräch geführt, und zwar mit Erfolg. So, und damit fing das Problem an. Dass es eine erfolgreiche Aktion war, hat eine heftige Reaktion ausgelöst. Wäre es einfach nur eine Kritik, wäre sie wahrscheinlich komplett untergegangen. Denn eine Kritik von einem Schwarzen muss man nicht immer unbedingt ernst nehmen. In dem Augenblick aber eine Kritik und eine Aktion eines schwarzen Menschen in Deutschland ernst genommen wird und auch so eine Veränderung führt, führt sie automatisch auch zu einer heftige Reaktion. Das war meine persönliche Erfahrung. Viele Hassmails, viele Angriffe, viele Beleidigungen, viele wirklich extrem gehässige, rassistische Reaktionen habe ich erlebt. Und nicht nur jetzt von einzelnen Leuten, sondern es war quer durch die Gesellschaft, ganz große Medien. Wer die Zeit damals in die Hand genommen hat oder den Spiegel etc. Es gab eine Reihe von etablierten Medien, die mit riesengroßen Geschütze aufgefallen sind und dann einfach ihre ganze, wie soll ich sagen, Verunsicherung und auch Verachtung Ausdruck verliehen haben. Und das Interessante an der ganzen Aktion war, es gab eine riesen Solidaritätswelle, die genau das auch nochmal zum Anlass genommen hat, um den Wandel in der Gesellschaft zum Thema zu machen, auch wenn sie auch den Zugang zu den großen etablierten Medien nicht hatte, aber doch über die sozialen Medien, aber auch über viele andere Formen der Solidarität sich zu Wort meldete und signalisierte, die Gesellschaft ist nicht nur diejenigen, die das Wort ergreifen. Oft handelte sich auch eine bestimmte Generation, auch war auch geschlechtermäßig klar zu, also in der Mehrheit zumindest auszumachen. Dann gab es aber auch eine unglaublich vielfältige Gesellschaftsgruppen, die sich zu Wort meldeten. Und das waren bei weitem nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern mehrheitlich sogar weiße Deutsche, die gesagt haben, so wollen wir das nicht stehen lassen, so lassen wir auch nicht Beleidigungen über Wandel und auch über Veränderungen über uns ergehen, sondern wir wollen eine demokratische Gesellschaftsdiskussionsform haben, die eben einfach auch Missstände offen diskutiert. Insofern gab es alles. Es gab große Wut, es gab große Verunsicherung, zum großen Teil, das ist meine persönliche Interpretation, auch eine Angst vor Machtverlust, weil plötzlich viele Leute, die sich sicher wähnten, in ihrer Definitionsmacht fühlte sich doch sehr auch angegriffen, dass plötzlich eine neue Form des Protestes oder auch Gesellschaftsgruppen wie ich, die nach Deutschland als Flüchtlinge dazu kamen und dann auch sich dann plötzlich dazugehörig fühlen und dann auch sagen, das ist auch meine Gesellschaft, das ist auch meine Sprache, das ist meine Literatur. Und die möchte ich mitbestimmen. Das verunsichert sehr viele Menschen. Und gleichzeitig muss ich auch deutlich sagen, es gibt unheimlich viele, viele Menschen, die sagen, genau so muss es auch sein, so soll es auch sein, die dann auch diese Ablehnung auch erwidern.
Danke, Raul, für diese Antwort. Ich denke, und danke für diesen Anstoß, den du da gegeben hast. Damit hast du auch uns zum Nachdenken gebracht. Das ist auch ein Zeichen dafür, wie vielfältig Inklusion ist, auf wie vielen Baustellen. Du hast vorhin von Baustellen gesprochen mit Raul. Es gibt unheimlich viele Baustellen und auf allen Baustellen sind unheimlich viele Menschen aktiv. Und dazu wollen wir mit dieser Tagung ja auch einen Beitrag leisten. Raul, du hast, glaube ich, auch, ist was du, der zu bemerken gegeben hat, zu bedenken gegeben hat, dass das Wort Rasse noch im Grundgesetz steht, im Artikel 3, glaube ich. Ne? Niemand darf aufgrund der Herkunft, Religion, Zugehörigkeit, und da steht auch noch das Wort Rasse, diskriminiert werden. Du hast es benannt, das finde ich auch sehr mutig und es ist auch sehr richtig. Ich finde das auch, wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen eine Rasse sind, dann darf das auch nicht als Grund genommen werden, diskriminiert zu werden. Also ich denke, es ist ein wichtiger Anstoß, den du da gegeben hast, da sollten wir auch drüber nachdenken. Es gibt aber eine Frage jetzt im Publikum. Ich habe vorhin den Workshop zum Thema Stadt gemacht, geleitet. Das ging um Beteiligung. Und es ging um Methoden von Beteiligung, die möglichst vermeiden und auch verhindern, dass Stereotype weiter in die Zukunft verlängert werden und stattdessen mit den vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die Menschen haben, für alle etwas Neues entsteht. Vor diesem Hintergrund die Frage an Raul, dieses Netz, wo man rausbekommen kann, wie man möglichst barrierefrei in eine Apotheke oder in irgendwelche Orte kommt, das wäre doch ein Netz, was für viele Menschen sinnvoll nutzbar wäre, für Frauen mit Kinderwagen, für Menschen mit Rollatoren, für Jugendliche mit Skateboards. Man kann sich da vielleicht einiges noch ausmalen. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, du sprachst von Angst. Das ist so in meiner Arbeit, ich bin Landschaftsarchitektin, mache Bürgerbeteiligung, immer das Wichtigste, dass man eigentlich versuchen muss, die Angst nicht mitzudenken und nicht mitzuplanen und auch in der Beteiligung nicht der keinen Raum zu geben. Und ich glaube, dass das auch eine gegenseitige Angst ist, in dem Moment, wo man Dinge in die Welt trägt, die von vielen zu nutzen sind und wo zum Beispiel im öffentlichen Raum Präsenz erhöht wird von unterschiedlichen Gruppen, dass das ganz entscheidend dazu beitragen kann, Angst zu überwinden. Deswegen irgendwie meine konkrete Frage, wäre es zum Beispiel möglich, dieses Netz für viele zu öffnen und vielleicht für den öffentlichen Raum, für Freiräume zu aktivieren, sodass viele da was von haben? Es geht da um die angesprochenen Koalitionen, denke ich auch, ne? Also dieses Netz gibt es ja bereits. Selbst wir mit unserem Projekt Wheelmap, die sich jetzt auf das Thema Rollstuhlgerechtigkeit konzentrieren. Unsere Technologie basiert auf der sogenannten OpenStreetMap. Und das ist so der gemeinsame Nenner, wo letztendlich alle Menschen, die nach dem Wikipedia-Prinzip sich eine eigene Landkarte bauen. Das ist die OpenStreetMap, lohnt sich auf jeden Fall zu googeln und mal zu gucken, was das ist. Das ist, wie gesagt, eine von der Masse generierte Weltkarte, die letztendlich so eine Art freie Alternative zu Google Maps ist, wo eben dann nicht ein Konzern mit Daten versorgt wird, sondern eben eine freie und offene Weltkarte, so wie die Wikipedia ja auch ein freies und offenes Lexikon ist. Jetzt ganz explizit auf die Wheelmap runtergebrochen, hatten wir natürlich auch ganz oft das Thema, ob nicht auch Familien mit dem Kinderwagen davon profitieren. Natürlich tun sie das. Viele Mütter oder Väter nutzen es auch als Technologie. Es ist nur so, dass man im Zweifel den Kinderwagen auch mal ein, zwei Stufen hochträgt. Einen Elektrorollstuhl aber eben nicht. Das heißt, auch da gibt es wieder unterschiedliche, wie soll ich mal sagen, Toleranzen gegenüber von Barrieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fangen einfach bei dem am wenigsten flexiblen Nutzer an, nämlich dem Menschen im Rollstuhl. Und was für den gut ist, ist für den Kinderwagenbenutzer auch gut, ganz automatisch. Wenn wir es umgekehrt gemacht hätten, dann gäbe es da wahrscheinlich relativ schnell Unschärfe. Und das haben wir versucht zu bearbeiten. Aber die Technologie ist natürlich sicherlich auch für andere Sachen erweiterbar.
Es gibt noch eine Frage. Also es ist weniger eine Frage als vielmehr ein Hinweis. Hier in NRW möchte ich darauf hinweisen, haben wir die Agentur Barrierefrei, die jetzt seit einigen Wochen im Netz freigeschaltet hat, eine Plattform, wo eben Institutionen untersucht wurden, öffentliche Bauten vor allen Dingen, also egal ob jetzt Verwaltung, Theater, Schulen, Schwimmbäder oder ähnliches, die darauf untersucht wurden, inwiefern sie barrierefrei sind. Nicht nur was Rollstuhlbarrierefreiheit angeht, sondern eben auch Sinnesbarrieren, also Sehen, Hören und so weiter. Und ich denke, das ist ein guter Anfang, der da gemacht wurde. Da geht es einfach darum, eben diese Plattform allen zugänglich zu machen, die sich vorab so dann informieren können. Ich fahre jetzt in die Stadt XY, welche Möglichkeiten habe ich dort an kulturellen, sportlichen oder sonstigen Aktionen oder Aktivitäten teilzunehmen. Ich möchte aber auch ganz gerne noch mal ein ganz kurzes Statement abgeben zu dem, was heute Morgen diskutiert wurde und wo euer Gespräch, wofür ich mich im Übrigen ganz herzlich bedanken möchte, auch noch mal Bezug genommen hat. Es ist ganz einfach, also es sind ja ganz viele Aspekte. Heute Morgen ist ganz klar gesagt worden, wir dürfen die Menschen oder wir sollen die Menschen nicht nur auf ihre Defizite reduzieren oder definieren, sondern lass uns einfach mal den Mensch als solches im Raum stehen, die Bedarf und Bedürfnisse allgemein betrachten und uns danach ausrichten, unser Handeln und Veränderungen, die wir jetzt gesellschaftlich anstreben, ausrichten. Und ich denke, wenn wir das tatsächlich mal tun, denken wir vielleicht auch nicht immer gleich als erstes ans Geld oder wie können wir das bezahlen, sondern wir gucken einfach erstmal, wo liegen die Bedarfe einerseits und andererseits, wie weit sind wir denn? Also was haben wir denn schon, was hilfreich ist? Es ist ja nicht so, dass wir so komplett am Anfang stehen, was eine inklusive Gesellschaft angeht. Es gibt also durchaus Dinge, worauf wir aufbauen können. Und wenn wir das betrachten, werden wir auch feststellen, dass es gar nicht unbedingt mehr finanzieller oder größeren finanziellen Aufwands bedarf, sondern Gertrud Servus hat es heute Morgen auch in aller Deutlichkeit und ich finde ganz richtig gesagt, wir haben sehr viel Geld in dem System drin stecken, wir sollten es vielleicht einfach sinnvoller ausgeben. Also wirklich die Bedarfe anschauen, was haben wir und an welchen Stellen müssen wir uns verbessern. Und ich glaube, das sollten die Schritte sein und nicht immer nur erst der Gedanke, was kostet es und wir haben doch eigentlich gar kein Geld. Danke für den Kommentar. Ja. Wollt ihr, McConnen Raul, noch was dazu sagen? Ja, Raul. Ich meine, im Grunde genommen hast du ja auch vorhin die Frage der Ressourcen angesprochen. Es wird im Grunde genommen schon viel investiert, vielleicht aber auch, dass diese Instrumente, die geschaffen worden sind, dass sie vielleicht nicht mehr adäquat sind heute. Vielleicht, weil wir einfach auch gesellschaftlich, politisch, intellektuell vielleicht auch weiter sind. Ich weiß es nicht. Du hast vorhin gesagt, auch die Kosten des Ausschlusses, was nicht nur für den Staat, sondern auch für den Einzelnen ausmacht. Wenn wir nochmal diese ganzen Fragen von Ressourcen jetzt erstmal einfach nur im Hintergrund lassen und dann aber schauen, was ist so die Perspektive? Also was bedeutet das jetzt für eine Gesellschaft, die auch ihre ganzen Ressourcen, also auch menschliche Ressourcen braucht? Wir schrumpfen als Gesellschaft, wir haben einen demografischen Wandel, das ist ein Thema. Vielleicht brauchen wir aber auch nochmal auch Innovationen auf unterschiedlichen Ebenen, auch technologische Innovation und sozialpolitische Innovation. Was sagst du denn zu den Perspektiven? Also wo müssen wir noch fokussierter rangehen und wo müssen wir eventuell einfach auch sagen, da müssen wir vielleicht auch nochmal an Privilegien, die wir lieb gewonnen haben, einfach auch abgeben.
Also ich glaube, man kann das Ganze auch noch viel radikaler betrachten und auch viel marktwirtschaftlicher. Klingt jetzt erstmal provokant, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, okay, erstmal, es gibt Maßnahmen, die erstmal kein Geld kosten, ja, sowas wie Ausschreibung. Man könnte jetzt eine Ausschreibung machen, wenn man ein neues Gebäude plant oder baut oder ein Projekt macht, eine Veranstaltung, dass sie, wird ja auch teilweise schon gemacht, barrierefrei sein muss, genauso wie sie auch brandsicher sein muss, ja. Das ist eine Maßnahme, die erstmal kein Geld kostet. Das kann auch Subventionierung bedeuten. Wir subventionieren ab sofort nur noch Unternehmen, Einrichtungen, was auch immer, wenn sie bestimmte Inklusionskriterien erfüllen. Kostet erstmal kein Geld. Eine zweite Sache ist, glaube ich, auch eine kapitalistische, wenn man einfach sagt, okay, jedes Unternehmen, das sich nicht daran hält, muss so harte Strafen zahlen, dass es für das Unternehmen in sich schon finanziell attraktiv wird, anders zu denken. So wird es ja in den USA gemacht. Also wer bei 3 nicht auf den Bäumen ist, im Sinne von barrierefrei, der wird einfach in Grund und Boden verklagt. Und das funktioniert natürlich nach deutschem Recht nicht so einfach, aber das führt dann so merkwürdige Blüten in den USA, wie zum Beispiel, dass ein Mann es vor einem Jahr geschafft hat, ohne Beine, also er hatte keine Beine, sich in eine Pediküre einzuklagen, weil sie nicht barrierefrei war. Und er hat Recht bekommen. Natürlich hat die Pediküre gesagt, naja, hören Sie mal, Sie haben keine Beine, warum wollen Sie hier rein? Und er hat gesagt, naja, es geht ums Prinzip. Und ich glaube, dieses Prinzip, das müssen wir eben in Deutschland kapieren und begreifen und auch einsetzen. Und Unternehmen, die jetzt zum Beispiel ihre Beschäftigtenquote, was Menschen mit Behinderung angeht, nicht erfüllen, die sollen dann eben nicht 300 pro nicht erfüllter Stelle Euro bezahlen, sondern vielleicht 1000. Und dann ist die Attraktivität eine ganz andere. Dann sind nämlich die Human Resources Leute da oben ganz schnell dabei, einfach mal zu gucken, wo sie denn jetzt behinderte Fachkräfte herkriegen. Und dann entsteht auch ein Markt, dann entsteht auch ein Bildungsmarkt und dann entstehen auch Qualifizierungsmaßnahmen. Und dann ist es nicht mehr Charity, sondern dann ist es halt ein Markt. Und da werden dann die Besten genommen. Und ich glaube, an solchen Reglern kann man drehen und das kostet so auch erstmal kein Geld. Aber es dauert lange. Und Deutschland ist in Europa relativ spät dran. Also insofern, ja, wir haben schon viel gemacht in Deutschland, aber wir sind 20 Jahre hinter den Briten, hinter den Norwegern. Wir müssen einfach da jetzt Tempo aufnehmen. Wir können auch aus deren Fehlern lernen, aber wir müssen jetzt einfach mehr Willen haben. Ja. Ich fand aber auch vorhin eine Bemerkung von dir interessant, weil ich das auch immer wieder feststelle, dass Deutschland viel zu wenig experimentierfreudig sind, einfach auch so viel Angst auch besteht, Fehler zu machen. Es wird, wenn ein Schritt unternommen wird, der wird lange durchdacht und entsprechend dann auch viel Zeit und viele Ressourcen auch in etwas gesteckt, was möglicherweise kurz danach dann auch überholt sein kann, also politisch, intellektuell. Insofern finde ich dein Plädoyer für absolut angebracht, vielleicht mehr Fehlertoleranz, aber dafür dann aber auch Wechsel zu wagen. Also ja, mehr Wechsel wagen und dann eben auch mit den Kosten des Fehlers. Das ist übrigens auch das, weil du hast vorhin gefragt, was Design Thinking ist. Und Design Thinking ist genau das, nämlich rausgehen, versuchen relativ schnell an Wissen zu kommen, nämlich was sind die Probleme da draußen, sich dann etwas zu überlegen und das sehr früh, in einem sehr frühen Prototypstadium dann auszuprobieren, funktioniert es, funktioniert es nicht und aus den Fehlern zu lernen. Und in Deutschland ist es ja so, dass man in dieser Angstkultur, in der wir ja leben, ne? Also wir müssen in der Schule die Besten sein, wir müssen die besten Noten machen, wir sind eine Ingenieursnation, wir müssen die besten Produkte liefern, made in Germany. Das ist ja, da steckt ja auch unglaublich viel Angst drin. Aber nach der deutschen Definition von Scheitern, ja, ist man gescheitert, wenn man eine Niederlage hatte. Nach der amerikanischen Definition von Scheitern ist man eigentlich erst dann gescheitert, wenn man nach einer Niederlage nicht mehr aufgestanden ist. Und das ist, glaube ich, diesen Mindshift, den ich manchmal ein bisschen in Deutschland vermisse. Design Thinking sagt, das ist eine Parole, fail early and often.
Also scheitere früh und oft. Mhm. Weil nur, man lernt nur aus Fehlern, man lernt nicht aus Erfolgen. Ja. Das ist beim Sport übrigens genauso. Mhm. Und im Management sagt man auch, 90% aller Entscheidungen kann man revidieren. Mhm. Ja? Wichtig ist, dass man sich entscheidet. Ja. Und wenn man nichts tut, dann wird es am Ende so teuer, dass man sich nicht entschieden hat, dass es viel leichter ist, lieber in Kauf zu nehmen, dass man sich notfalls umentscheidet, als die ganze Zeit darauf zu pochen, dass man die richtige Entscheidung finden muss, jetzt sofort. Oder, ne? Also das ist einfach so eine typisch deutsche Eigenschaft. Aber gleichzeitig muss ich auch gleich zur Verteidigung der Deutschen sagen, obwohl ich ja selber auch gar kein Deutscher bin, aber zur Verteidigung der Deutschen liegt ja in dieser Akribie der bloß nichts falsch machen, ne, liegt ja auch die Innovationskraft. Also ich meine, wir haben halt deswegen auch Technologien, die besser sind als die von anderen, weil wir die ganze Zeit denken, es muss doch noch irgendwie besser gehen. Ne? Wir sind ja nie zufrieden mit uns. Die Deutschen sind nie zufrieden mit sich. Was ich ja auch ein interessantes Phänomen finde. Da sind die Spanier ja irgendwie viel entspannter mit ihrer Nation. Vielen Dank, Raoul, gerne, für diese spannenden intellektuellen Impulse, die ich wirklich sehr genossen habe, die mir viel Spaß gemacht haben. Ich glaube, im Scheitern können wir aus Berlin auch schon, zumindest an, was unseren Flughafen betrifft, einiges liefern. Also insofern, da sind wir auch auf dem guten Wege. Vielen Dank und viele Grüße nach Münster. Ja, vielen Dank, McConnell, vielen Dank, Raoul. Wir entlassen euch auch jetzt. Es war ein spannendes Gespräch. Ich hätte das jetzt gern auch noch weiter fortgeführt. Aber ich denke, wir haben ganz viel Input bekommen hier für unsere Diskussion, für unser Plenum. Es sind auch noch, ihr könnt sie nicht sehen, glaube ich, es sind noch sehr viele Leute da. Ich denke, wenn wir alle das im Kopf behalten, diese Anstöße, die wir bekommen haben und das weitertragen, sei es in unserer Familie, im Freundeskreis, in unseren beruflichen Zusammenhängen, ich denke, das ist wichtig, dass das möglichst weit getragen wird, möglichst breit diskutiert wird. Und neben der German Angst stehen uns ja häufig auch viele Regelungen im Weg, dass wir Deutschen für alle, jeden Schritt, den wir tun, auch Gesetze und Regelungen brauchen, die uns dann wieder behindern, den Schritt zurückzugehen, weil wir dann wieder eine neue Regelung brauchen, ein neues Gesetz. Das haben wir heute mit Silvia Lörmann auch gelernt oder auch bei dem Besuch der Schule, dass wir quasi in so einem Labyrinth der Regelungen und Zuständigkeiten uns befinden. Und wenn da etwas abgespeckt wird, und da werden ja durch Abbau von Verwaltung und nicht notwendigen Gesetzen dann auch wieder ressourcenfrei, die wieder in die Inklusion gesteckt werden können. Ich denke, es ist noch ein weiter Weg, aber es war schön, den Nachmittag hier mit euch geteilt zu haben. Vielen Dank euch beiden nach Berlin und bis bald. Ja, die beiden werden uns jetzt verlassen oder haben uns verlassen. Ist hier noch Gesprächsbedarf? Dann würde ich vorschlagen, dass wir wieder erwarten, jetzt erstmal die Diskussion abschließen und wieder erwarten, relativ früh fertig geworden sind. Ich bedanke mich bei Paul da oben. Hallo Paul, vielen Dank für deine Arbeit, für deinen Einsatz hier. Vielen Dank, André. Ja, weil André hat die Idee gehabt mit den Leipzigerinnen auf Bundesebene und er hat das angestoßen und er war der Motor hier und ich bin dann irgendwann dazugekommen. Aber danke, André. Ich fand das eine ganz tolle Tagung und trotz der vielen Unwägbarkeiten hat es auch irgendwie ganz gut geklappt. Wir werden das ja nachher noch sehen an den Evaluationsbögen, wo wir dann noch zulernen müssen. Ich habe einen Vorschlag zu machen. Es gibt noch einen Film, den wir eigentlich vor der Diskussion mit Raoul McConnell zeigen wollten, was wir nicht geschafft haben. Das Angebot besteht, dass der jetzt noch gezeigt werden kann. Also die, die den noch sehen möchten, können gerne noch hier bleiben. Und ja, das Angebot besteht. Und machst du das hier mit dem Film? Ein Inklusionsfilm der Heinrich-Böll-Stiftung. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, André. Ja, in einer idealen Welt könnte ich was dazu sagen.
Es ist ein Perspektivenfilm, den wir im Rahmen des Verbundprojektes seit vorgestern, ich glaube 14.43 Uhr, haben. Ich habe ihn selber ein Dreiviertelmal gesehen. Unter anderem wird der Raul da auch sichtbar sein und wir zeigen einfach, wir wollen mit diesem Perspektivenfilm auf Projekte aufmerksam machen, die jetzt schon da sind, die sich einfach auch aus dem Selbstverständnis, wie wir diese Tagung heute organisiert haben, wo wir gesagt haben, es gibt doch eigentlich schon Prozesse, Orte, Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, die haben wir gesucht, die hat auch unsere Kollegin Ulrike Bürgel gesucht und hat die interviewt und ich wünsche Ihnen allen damit viel Spaß. Sie können es unten sehen, es sind 7 Minuten 47 Sekunden und ich denke, es ist eigentlich ein sehr schöner Film geworden. Immer mehr Menschen leben in Städten. Es ist die Lebensform der Zukunft. Können wir die Art und Weise, in der städtisches Leben organisiert wird, mitbestimmen? Und wenn ja, wie? Wohnen, Bildung, Barrierefreiheit. 3 Projekte zeigen, wie es gehen kann. In den Städten fehlen bezahlbare Wohnungen. Gerade die Innenstädte verlieren dadurch an sozialer Vielfalt. Mietshäuser-Syndikat zeigt Alternativen, wie bezahlbarer Wohnraum bei steigenden Mieten geschaffen werden kann. Das Mietshäuser-Syndikat ist mittlerweile ein Verbund von 75 Hausprojekten und einigen Initiativen. Auf einer formalen Ebene sind es einfach sehr viele GmbHs, die miteinander verbunden sind und über eine bestimmte Rechtskonstruktion wird halt verhindert, dass sozusagen die Häuser wieder auf den Markt kommen. Das ist das Formale. Und informell ist es halt ein großes Netzwerk, also wo die Leute sich gegenseitig unterstützen, sei es finanziell oder durch Beratung oder ähnliches. Kurz zum Hintergrund vom Hausprojekt. Das ist 2009 ist das gegründet worden als Projektinitiative. Wir sind aus 2 WGs und Umfeld entstanden. Haben wir uns natürlich erstmal informiert, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, ein Hausprojekt zu bauen oder zu kaufen, was für Rechtsformen, was für Rechtsstrukturen gibt es eigentlich und sind dann ziemlich schnell zum Mietshäuser-Syndikat gekommen. Wir haben ein ganz normales Mietshaus, was aber von Mieterinnen selbst verwaltet wird und auch im Besitz der Mieterinnen ist. Wir haben eigentlich einen großen Bedarf an Leuten, die auch selbst organisiert wohnen wollen. Das merken wir in unseren Beratungen. Aber wir haben nicht unbedingt die Mittel, das zu realisieren, weil einfach die Marktverhältnisse schlecht sind. Innerhalb der Großstädte haben wir eher das Problem, können wir da überhaupt noch mithalten, ne, wenn wir am Ende doch bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen. Wir haben von der Panker-Kommune bis zur Senioreneinrichtung, wir haben innerhalb dessen auch so einen Handwerkerhof, der neu gebaut wird. Also es sind verschiedene, es ist eine große Differenz zwischen den verschiedenen Projekten. Die Zukunftsmöglichkeiten junger Menschen will das Chancenwerk verbessern. Bildungsperspektiven dürfen nicht dem Zufall oder dem Geldbeutel der Eltern überlassen werden. Das Prinzip des Chancenwerks lässt sich eigentlich ganz gut umschreiben mit der Formel SHS2, das heißt Schüler helfen Schülern und Studenten helfen Schülern. Das heißt, wir haben einmal die kleinen Schüler der Klassen 5 bis 7, die betreut werden. Dann haben wir Schüler der Klassen, also es kommt auf die Schule an, aber in der Regel, hier sind es zum Beispiel Schüler der Klasse 9, die Kleinen dann betreuen. Und dann haben wir noch Studenten, die so als Gruppenleiter funktionieren und die dann auch nochmal für Rückfragen zur Verfügung stehen eigentlich. Entweder werden wir halt konkret gefragt oder gehen einfach hin und fragen, verstehst du das? Und dann müssen wir versuchen, denen das zu erklären und helfen, dass sie das verstehen. Und ja. Aber die kommen auch auf uns zu und fragen uns, ob wir, also wenn die was nicht verstanden haben, also so. Generell sind das Schüler, die wirklich schon wirklich gar keine Lust mehr auf Schule haben. Und dass man überhaupt erstmal an die rankommt, die überhaupt zum Arbeiten bekommt. Wir machen eigentlich in allen Fächern immer irgendwas, je nachdem wer halt in welchen Fächern was Hilfe braucht und Fragen hat. Okay, dann kann ich auch nochmal. Die kommen ja 1,5 Stunden in der Woche hier hin, setzen sich mit den Kleinen hin und arbeiten mit denen. Und dafür bekommen sie Kurse.
Intensivkurse, wenn Sie das möchten, in Mathematik, Englisch oder also in den Kernfächern oder Deutsch. Es ist entstanden aus der Idee, dass es oft gerade bei sozioökonomisch schlechter gestellten Kindern mangelt an Hilfe. Und grundsätzlich richtet sie sich an natürlich an schwächere Schüler, die Hilfe brauchen. Gerade im Ruhrgebiet sind das oft Kinder mit Migrationshintergrund. Und das Projekt ist auch aus diesem Mangel, kann man sagen, diesem Mangel an Förderung und Möglichkeiten für solche Schüler entstanden. In einer zeitgemäßen Stadt können Menschen mit Behinderungen ohne Einschränkung U-Bahn fahren oder zum Friseur gehen. Die Sozialhelden beweisen mit viel Einfallsreichtum, dass barrierefreies urbanes Leben keine Utopie bleiben muss. Bei den Sozialhelden haben wir uns in den letzten Jahren dazu entschieden, dass wir den Begriff Behinderung versuchen, in den Mainstream zu tragen und auch das Thema Behinderung. Wir nennen es Disability Mainstreaming. Eines der Projekte der Sozialhelden nennt sich uemap.org. Das ist eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Orte bewerten können, also Cafés, Bars, Kinos und Friseure zum Beispiel, ob sie zugänglich sind oder nicht. Bei der Wheelmap versuchen wir, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, wo kann ich denn teilhaben. Natürlich zeigen wir aber auch, wo man eben nicht teilhaben kann, weil vielleicht das Café ein oder zwei Stufen am Eingang hat. Und wir wollen mit der Plattform dafür sensibilisieren, dass Teilhabe wichtig ist, dass auch Zugänglichkeit zu bestimmten Orten wichtig ist und dass die Inklusion nicht durch die Wheelmap stattfindet, sondern durch die Präsenz von Menschen mit Behinderung am Ort. Das heißt, wenn Menschen mit Behinderung in einem Café auftauchen, dann ist das ja eine Art von Inklusion. Inzwischen ist die Wheelmap ja seit über 3 Jahren online und ist die größte Datenbank der Welt zu dem Thema geworden. Wir haben 370.000 Orte auf der Karte. Täglich kommen über 300 neue Orte hinzu. Ich würde sagen, das ist ein Erfolg. Und davon profitieren ja natürlich nicht nur Menschen im Rollstuhl, sondern auch Familien im Kinderwagen. Und der Witz ist, dass Betroffene selber die Orte bewerten und nicht ein Verein, eine Organisation oder eine Gemeinde. Drei Projekte von vielen, die zeigen, dass es sich lohnt, anzupacken und soziale Innovationen zu verwirklichen. Für eine Stadt mit Freiräumen und eine Gesellschaft, in der jede und jeder teilhaben kann. Hochinklusiv. Zusammenhalt einer vielfältigen Gesellschaft.